Hallo und guten Abend, willkommen zurück. Der nächste Teil, The Inner World, der letzte macht das Licht aus, Mönch. Und wir sind wieder hier im Gefängnis. Mittlerweile, glaube ich, auch schon beim 11. Teil. Mag man gar nicht für möglich halten, wir haben gerade vor ein paar Tagen erst angefangen. Ja, aber wie ja schon festgestellt, das Spiel gefällt meinem Kamerakind sehr gut. Und ja, deswegen geht es auch jetzt hier schon weiter. Mal schauen, wann ich die ganzen Teile dann auch endlich mal hochladen kann. Und werde. So, wir haben das Problem, dass wir hier ja einen ganz besonderen Kaktus uns hier basteln müssen. Und da schauen wir uns vielleicht erstmal jetzt das hier nochmal an. Wo man dann vielleicht... Zu kurze Arme. Was? Ach, sie will das... Da komme ich nicht ran. Ach so, sie will das machen, okay. Der sieht... Ja! Ach so, jetzt kommt das wieder. Das würde nichts bringen. Was soll ich damit machen? Jetzt hatte ich gedacht, dass sie das irgendwie vielleicht in Form oder so bringt, aber... Zu kurze Arme. Da komme ich nicht rein. Ja. Gut, also das bringt uns nichts. Die will das ans Poster klatschen. Ja, ja, klar, die will das ans Poster klatschen. Übrigens, schön, dass du die Leute begrüßt. Hallo. Ins Mikrofon. Hallo. Ins Mikrofon. Hallo. Ins Mikrofon. Hallo. Es ist zum Mäuse gemeldet. Hey. Du, hör mal. Werden. Ich höre. Du, hör mal. Ich will was zu essen haben. Ich würde gern noch etwas bestellen. Tja, aber was? Und warum? Ich will Obstsalat. Der ist alle. Toll. Ich mach dich gleich alle. Wie war das? Ich sagte, ich mach dich alle. Wie, ich brech dir alle Knochen. Ah, okay. Ich hätte gern noch einmal den Block Erbsen. Ist geradeaus. Kann ich noch mal Tomatensuppe bekommen? Die gibt es erst morgen wieder. Von mir aus, ich wollte eh keine blöde Suppe. Fleischsuppe mit Pudding klingt gut. Leider aus. Wir okay. haben gerade kein Fleisch. Und wann gibt's wieder Fleisch? Wenn der Koch wieder eine Ratte gefangen hat. Ich musste ja fragen. Okay, also hier hat sich nichts geändert und vor allen Dingen, wir haben keinerlei Möglichkeit mehr, Essen zu bestellen. Das heißt, das ist alles auch klar. Erledigt. Jawohl. Das heißt, du musst mit den Sachen, vorhandenen Sachen auskommen. Das ist richtig. Aber die Frage ist, inwieweit? Vorher muss ich die Wachen irgendwie... Moment, was ist denn, wenn ich... Die Schlüssel? Da unten, ne, mit den Schlüsseln. Echt? Kann ich das? Oh, tatsächlich. Hey, der Schlüssel passt bei den Handschellen. Aber leider nicht bei den anderen Ketten. Oh. Wenigstens kann ich jetzt wieder malen. Was ist denn mit dem... Ob sie den Kaktus malen kann. Ich möchte und kann gerade nicht stricken. Ach so. Ja, das Problem ist, warte mal, was ist denn hier mit der Bibel? Das möchte ich nicht lesen. Warum nicht? Eine Conroy-Bibel. Ich kenne das gesamte Ding auswendig. Kenne deinen Feind. Okay. Ich habe ja nichts, was ich hier so zeigen kann. Kannst dir aber die Sachen geben. No. Danke, ich habe gerade keinen Hunger. Ne? Damit kann ich gerade nichts anfangen. Einfach auf die Brust stecken. Danke, ich habe gerade keinen Hunger. Ja, ja. Kannst du nicht irgendwas mit dem Poster machen oder so? Ja, ich könnte drüben den Schlüssel geben. Ich rette ihn später. Hm. Er steht schon auf meiner Rettungsliste. Ah ja. Die Nackenrolle hat ihre Schuldigkeit getan. Warum kann ich sie dann noch anklicken? Wieso schaue ich mir das an? Köstlich. Bisschen. Die Suppe fasse ich nicht an. Okay. Tja. Libretta? Ja? Oh. Sind das Farbklecks auf deiner Schürze oder ist das Blut? Oh, das ist Farbe. Ich zeichne gern. Was denn so? Blumen, Landschaften, Asposa. Der eine Farbklecks sieht aus wie ein Schmetterling mit einem Messer. Schön und beunruhigend. So wie du.
Ah. Kannst du auch Kaktusse malen? Du meinst Kakteen zeichnen? Okay, ich hab's kapiert. Du bist klug. Oh, danke. Du bist auch klug. Ich mal dir gerne einen Kaktus, wenn du willst. Also, ich brauche dafür Folgendes. Einen Stift, die Farben Rot, Gelb und Blau. Oh, und natürlich Papier. Mhm. Kannst du mir das vielleicht aufschreiben? Klar. Hast du mal Stift und Papier? Kannst du mir jetzt einen Kaktus zeichnen? So, nein. Ich würde ja liebend gerne. Ja. Mir fehlt noch gelbe Farbe. Ohne Rot wird das schwierig. Ja. Ich brauche noch ein wenig Blau. Ja, doch. Nein, warte mal, die anderen Themen will ich auch noch. Du, lieb. Ja? Ja? Wir müssen hier unbedingt raus. Würdest du mit mir fliehen? Ja, tausendmal ja. Aber ich kann nicht weg. Meine kleine Schwester ist hier irgendwo und ich kann sie nicht alleine lassen. Aber du musst fliehen. Du musst unseren König finden. Sobald ich Robert gefunden habe und wir Emil bewiesen haben, dass die Flötennasen unschuldig sind, holen wir euch alle hier raus. Auch deine kleine Schwester. Ich werde nicht zulassen, dass sie euch in den Windbrunnen stoßen. Mach dir keine Sorgen, Libretta. Da hat so ein bisschen die Mundbewegung gefehlt. Hast du eine Idee, wie ich hier rauskomme? Lebendig? Ja. Nicht die geringste. Okay, ist das... Robert will also zur Seilbahnstation. Ich wusste, er hat einen Plan. Ich muss ihn finden. Du scheinst ihn ja ziemlich gerne zu haben. Sehr gerne. Ich meine, er ist ein Trottel. Aber er ist auch die großartigste Person, die ich kenne. Und? Seid ihr Freunde? Ich glaube ehrlich gesagt, wir sind ein Paar. Was? Aber ich bin mir nicht sicher. Au. Oh. Okay. Schön. Toll. Toll. Schön. Warum ist sie jetzt so enttäuscht? Das ist doch Familie für sie. Das wäre ja dein Inzucht. Ihhh. Okay, danke. Kein Problem. Ah ja. Woher willst du das wissen? Sag ich nicht. Besser ist es. Kannst du jetzt den Pudding und den ganzen Tritt geben? Na, was Gelbes. Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Was? Mir fehlt aber noch was für den Besuch. Ja, Liebelein, du musst das jetzt nicht mehr jedes Mal sagen. Das Rote? Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Mir fehlt aber noch was für den Besuch. So kann ich leider noch... Blau. Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Mir fehlt aber noch was für... Ja. So kann ich leider... Dann haben wir hier die Stifte. Eine davon könnte ich als Pinsel verwenden. Oder das? Die andere darfst du behalten. Danke. Und hier Papier. Mir fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann ich leider noch kein Bild für dich zeichnen. Kannst du die Conroy-Bibel dafür nutzen? Ja, klar. Auf den Seiten ist kein Platz mehr zum Zeichnen. Mist. Mist! Hast du nur das Poster? Nein, habe ich nicht. Kommst nicht mehr dran. Das Poster kann ich nicht mehr anklicken. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Und hier draußen hatten wir auch nirgendwo Papier. Mann. Kann hey, mir vielleicht du, das hör mal. Poster geben? Ich höre. Ich brauch Papier. Ne. So ein Mist. Alles klar. Jawohl. Vielleicht hat mein Nachbar Papier. Onkel Oboe? Ich bin ganz Ohr. Ja? Ja? Hast du zufällig Papier, einen Stift oder Farben bei dir? Ich hab hier Klopapier. Ja. Naja, das sollte als Papier durchgehen. Klopapier ist die Knastwährung. Und wie du weißt... Wird im Klopapier gespielt. Ja, ja. Ich hab die Regel nicht gemacht. Also, heute spielen wir Klopf-Klopf. Was ist das? Altes Dynastiespiel. Einer klopft, der andere muss raten, wie oft. Klingt, total blöd, ja. Ich verliere einfach immer. Der Mindesteinsatz sind 4 Streifen Klopapier. Mist, wir haben keins mehr.
Was könnte ich anstelle von Klopapier verwenden? Oh nee, was ist denn das jetzt? Was braucht man nochmal für das Spiel? Ja. Okay. Aber warum sagt sie das nicht? Danke für dein... Geht das als Mindesteinsatz? Ja, das sollte passen. Also gut, konzentrier dich. Na, wie oft habe ich geklopft? Zweimal. Richtig, aber du musst dreimal hintereinander richtig raten. Wenn's sein muss. Bereit? Und? Bist du mitgekommen? Ach, herrje. Sechsmal. Du hast gewonnen. Hier hast du das Klopapier. Bin ich gut? Aber das war doch nur zweimal richtig. Ja, dreimal richtig geraten. Ja. Okay. Wie wäre es mit einer Revanche? Weißt du was? Ich schenk dir die Conroy-Bibel. Oh, danke. Meine habe ich schon lange aufgebraucht. Mach's gut, Onkel Oboe. Ach, Herr Jemini. Na, da. Danke. Ich denke, auf diesem Papier kann ich zeichnen. Danke. Jetzt habe ich alles, was ich zum Zeichnen brauche. Wie soll der Kaktus denn aussehen? Also, seine Stacheln sind... Oh nein! Kann ich es abbrechen? Nein, ich kann es nicht abbrechen. Wie waren jetzt diese vermaledeiten Stacheln? Gekräuselt. Und er hat genau... zwei Blüten. Und wie sieht der Körper aus? Der Körper ist mehr so... S-förmig. Okay, fast fertig. Nein. Wie viele Stacheln hat er denn? Der Kaktus hat... Ey, will ich mich jetzt verarschen? 12 Stacheln. Und wie soll er heißen? Blauer Mauritius. Maurice. Alles klar. Hier kommt dein Kaktus. Kannst du das auch so schnell? Der Kaktus, den Libretta gemalt hat. Jetzt kommt die Lösung. Ja. Auf dem Poster. Ja, natürlich. Aber ich will erst mal wissen, was er dazu sagt. Was soll das sein? Der blaue Maurice ist das auf jeden Fall nicht. Okay. Wäre nur Ballast. Na, du... So, jetzt nutzen wir mal die digitale Technik und also machen... Schummelst du? Nein, ich schummel nicht. Ich fotografiere nur meinen Bildschirm ab. Du musst wissen, welcher Kaktus für was, ne? Das weiß ich. Das ist rechts der, er hier und er. Der sieht hübsch aus. Ja, der wunderschöne blaue Maurice ist ja auch eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Blihabla, Doinkpeaks und die grüne Libelle. Es sind aber mehr Blüten, ne? Ja, stelle ich auch gerade fest. Jetzt ist die Frage, ob die das nochmal umzeichnen kann. Na, ich vermute mal, dass ich jetzt nochmal mit dem spielen muss, weil ich brauche ja wieder... Onkel Oboe? Klopapier. Ich bin ganz Ohr. Oder auch nicht. Danke. Dann hat sie vielleicht noch Klopapier. Du, Libretta? Ja, Laura? Laura? Kannst du mir jetzt einen Kaktus malen, zeichnen? Na klar. Siehst Wie du? Wie soll der Kaktus denn aussehen? Unendlich Klopapier. Also, seine Stacheln sind... Seine Stacheln sind... Ja, eine Mischung. Da ist eigentlich alles dabei.
gekräuselt, die Spitzen und die Gezackten sind dabei. Soll ich jetzt einfach nur die Anzahl von einem nehmen, oder was? Oder wie soll man sich das vorstellen? Gerade? Gerade. Und er hat genau... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber so viel habe ich nicht. Das ist wahrscheinlich also gerade, der zweite. Dann du hättest den ersten, zweiten, dritten. Ja, oder den ersten, zweiten, dritten. Von jedem Kaktus jeweils ein Merkmal. Genau. Also von dem linken habe ich jetzt die geraden Stacheln. Dann haben wir jetzt hier die vier Blüten. Vier Blüten. Und wie sieht der Körper aus? Y. Der Körper ist mehr so... Da war ich ja schon mal richtig. Das wusste ich nämlich noch. Ach nee, das war das. Na, aber die S war, stimmte auch. Gespalten. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? Der Kaktus hat... Okay. Stacheln müssen wir jetzt wieder bei den Geraden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich nicht. Doch, hier. 6 Stacheln. Und wie soll er heißen? Maurice. Hallo. Maurice. Alles klar. Hier kommt dein Kaktus. Na, dann caken wir mal. Sieht zwar genauso aus wie der andere. Na. Der blaue Maurice. Hm. Oh, endlich. Ich werde es gleich aufhängen. So, und jetzt ist die Wache abgelenkt. Und wir sind frei. Geschafft. Okay, ich denke, ich nehme erstmal die Seilbahn nach Asposia Central. Wenn ich ihn da nicht erwische, suche ich ihn in Altaspen. Das muss er mit der anderen Seite Asposiens gemeint haben. Fantastisch. Los, du musst weg. Danke für deine Hilfe. Ich hol dich hier raus, versprochen. Viel Glück, Laura. Danke, Libretta. Wir sehen uns wieder. Liebes Brett. Was? Und die lassen wir jetzt hier? Was? Meine Teuerste, sagst du mir nun, wo sie hinfahren will? Ja, wo ist meine kleine Schwester? Erst die Information. Nein. Laura und der König sind auf dem Weg nach Altaspen. Was? Aha, der Feigling versteckt sich also. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Großartiger König. Conroy hätte sich nie versteckt. Wo ist meine Schwester? Es geht ihr gut. Ich lasse sie zu dir bringen. Meine Liebe, du hast Asposien einen großen Dienst erwiesen. Verraten hat sie uns, ganz hinterheimlich. Ah. Okay, ich musste nur 14 Schaffner fragen, aber ich weiß jetzt, dass ich nach Altaspen muss. Das hier muss das richtige Gleis sein. Hm? Das richtige Gleis? Was? Wo sind wir denn jetzt? Conroyalist. Reisender. Ach du liebes Bisschen, wo bin ich denn hier gelandet? Ach, guck mal da unten. Na, dann geht's los. Herr Kleins Frau im Kräutergarten mit Zitronenbäumchen. Sein Kind mit Süßigkeiten und ein Garten voller Bäume. Das schleppe ich nicht mit. Er scheint schon länger zu warten. Hallo, ich bin Robert. Euer Platz sieht aber gemütlich aus. Oh, hallo Robert. Ich bin Herr Klein. Du riechst gut. Dein Geruch erinnert mich an meinen Hund Charlbert. Das ist eine Mischung aus Angst und Wald. Das erinnert mich an zu Hause. Komm doch etwas näher. Lass mich ein wenig an dir riechen. Ach, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, komm schon, Robert. Nur ein kleines Näschen. Ein bisschen Heimat für den guten alten Herr Klein. Was macht ihr hier eigentlich? Was ich hier... Oh,
Also, ich soll den Vogel hier nach Wollingen bringen. Aber meine Bahn hat Verspätung. Seit 3 Jahren. Ich habe die Bahn aus Wollingen repariert. Also notdürftig. Oh, Mist. Dann muss ich ja weiterreisen. Ich hasse meinen Job. Ich will einfach nur nach Hause. Ach, Herr Jemini, Mr. Depressiv. Ihr seid bestimmt viel rumgekommen. Das mag stimmen, aber zu Hause ist es immer noch am schönsten. Also, wenn ich mich recht entsinne. Ich war schon so lange nicht mehr dort. Ich erinnere mich nur noch vage an Gerüche. Da war der Zitronenbaum im Kräutergarten meiner Frau. Und meine Kinder. Kinder riechen immer nach Süßigkeiten. Mein Sohn hat Karamellzuckerwatte geliebt. Warum riechst du nach Süßigkeiten? Und der Duft meines Traums. Was ist euer Traum? Ich wollte immer Holzfäller werden. Der süße Holzduft. Das hört sich aber toll an. Reden wir nicht mehr drüber. Das macht mich so traurig. Ach, herrje. The narrow ending conversation. Es tut mir leid, dass euch eure Familie fehlt. Ja, am schlimmsten ist es, wenn irgendwo ein Geruch herkommt, der mich an sie erinnert. Die Zitronenbäume meiner Frau. Ihr Kräutergarten. Die Karamellzuckerwatte meines Sohnes. Der süße Geruch von Holz. Das ist also Haribert? Ja, so habe ich ihn zumindest genannt. Er gehört mir nicht. Ich sollte ihn nur von Würzburg nach Wollingen bringen. In Würzburg? Aber die Bahn nach Wollingen war kaputt. Seit 3 Jahren. Ziemlich schweigsam, nicht wahr? Er würde sicherlich gerne singen. Aber seine Gefangenschaft macht ihn traurig. Das spüre ich, weil es mir genauso geht. Kann ich noch mal an dir riechen? Ein Fetischist? Euer Vogel sieht nicht besonders glücklich aus. Ja, er ist ein sehr komplizierter Charakter. Sehr sensibel. Und es hilft nicht, dass er da eingesperrt ist. Ich soll ihn zu einem reichen Wollmagnaten in Wollingen bringen. Da kommt er wahrscheinlich in einen neuen Käfig. Und ich muss was Neues ausliefern. Und immer so weiter. Und immer so fort. Braucht so ein Vogel nicht auch mal was zu essen? Und Luft und Sauerstoff und Licht? Naja. Aber wenn ihr kündigen wollt, dann tut das doch. Ich meine, gibt es nichts, was ihr lieber tun würdet? Aber ja doch. Ich wäre gerne Holzfäller. Oh. Genau wie mein Vater. Warum tut ihr es nicht einfach? Mir fehlt der Antrieb. Ich weiß ja nicht mal mehr genau, was ich vermisse. Es muss so schwer sein, nicht nach Hause zu dürfen. Aber ja doch. Ich wette, meine Frau hat schon einen anderen. Oh, aber ich liebe sie doch so. Aber nicht doch. Eure Frau vermisst euch sicherlich ganz furchtbar. Und meine Kinder. Meine Kinder. Sie erkennen bestimmt ihren Vater nicht mehr. Ach, herrje, es tut mir so leid. Ich wollte euch wirklich nicht zum Weinen bringen. Kann ich denn irgendetwas für euch tun? Kann ich noch mal an dir riechen? Nein. Nein. Okay. Mach's gut. Riech dich später. Riech dich später. Haha, was haben wir denn hier? Eine Gepäckaufgabe, okay. Hier kann ich anscheinend mein Gepäck aufgeben. Da ist Hack. Huckleberry. Erstmal brauche ich ein Ticket. Oh, guck mal hier. Hallo? Ich hätte gerne ein Ticket nach Alt-Aspen. Fehlercode: Pistazie 404. Oh, er scheint kaputt zu sein. Ach Mist. Kann nicht einfach mal was klappen?
Robert? Was? Jetzt höre ich schon Lauras Stimme und nicht mehr nur Conroys. Robert! Flintennase! Laura? Laura, bist du das? Oh nein, nicht die! Wer zur Hölle sollte ich sonst sein, du Depp? Oh, du bist es! Flötennase, du hast mir so gefehlt. Ich bin so froh, dass du da bist. Ach, sie ist es doch nicht. Natürlich bin ich das. Laura, wo steckst du? Ich bin als Gepäck gereist und jetzt hänge ich hier im Lager fest. Oh Mann, ich hab dich so vermisst. Ich dich auch, Flötennase. Ich hab so gehofft, dass ich dich hier finde. Woher hast du gewusst, wo ich bin? Ich habe Libretta im Gefängnis getroffen. Geht es ihr gut? Ja, noch. Wir müssen uns beeilen und Emil aufhalten, bevor er alle Flötennasen in den Windbrunnen stößt. Also, wie lautet dein Plan? Wir müssen nach Alt-Aspen. Da erkläre ich dir dann alles Weitere. Ich versuche gerade ein Ticket zu besorgen, aber der Automat ist kaputt. Von hier aus kann ich den Automaten bestimmt reparieren. Toll! Aber wie kommst du dann mit? Ich werde nicht ohne dich fahren. Lass das mal meine Sorge sein. Wir treffen uns einfach in Alt-Aspen. Dann erzählst du mir von deinem Plan. Und dann retten wir wieder die Welt. Wie früher. Ja, dann kann ich dich endlich in den Arm nehmen. Einverstanden. Und ich werde dir erstmal einen dicken, fetten Kuss geben. Ich brauche dieses Seilbahnticket. Na, was? Wo geht's denn jetzt hin? Zur... Eieiei. Oh, nicht schlecht. Mal eben als Paket hier hingereist. Ja, Freunde, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir in einer weiteren neuen, aufregenden Folge von, genau, der Beasley. Bis dann, NRW bei 1800. Bis dann.